In Skyrim gibt es unzählige Zauber, Schwerter, Rüstungen und Bögen. Viele von den besten habe ich euch bereits in einigen meiner Videos vorgestellt. Doch neben diesen ziemlich guten Waffen gibt es auch einige, die echt miserabel sind. Heute schauen wir uns die Waffen an, um die das Drachenblut besser einen großen Bogen macht, wenn es nicht bei der nächsten Klopperei in Aetherius landen möchte. Ich bin der Luis bzw. der Amimus und hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um The Elder Scrolls und Starfield. Wenn dich solche Videos interessieren und du sie häufiger auf deiner Startseite sehen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal und lass auf jeden Fall auch einen Like da. Vielen Dank für die zahlreichen Unterstützer, sei das nun über eine Kanalmitgliedschaft, über eine Steady-Mitgliedschaft oder über einen Superfang. Das hilft mir nämlich enorm weiter, dieses Projekt hier weiter zu betreiben. Besonderen Dank gilt den zwei Nachklingen, die mich ja auch nochmal sehr, sehr stark unterstützen und euch hier eingeblendet werden. Genug der Lobe und Preisungen, fangen wir an mit dem Video. Gleich zu Beginn fange ich mit einer Waffe an, die sogar sehr viele Spieler mögen und die ich selbst bereits in einigen Videos gewürdigt habe. Ich rede vom Wabbajug. Der Wabbajug ist ein Stab, den der Spieler nach Abschluss der Quest der Geist des Wahnsinns erhält. Und es handelt sich dabei um ein dätrisches Artefakt, das zufällig Zauber wirken kann. Im wahrsten Sinne des Wortes ist der Wabbajug ziemlich verrückt, passend zu dem allgeliebten Daedra-Fürsten Sheogorath, einer der ikonischsten Charaktere in der ganzen Elder Scrolls-Reihe. Doch genau diese Verrücktheit wird dem Wabbajug für dieses Video zum Verhängnis, denn der Stab verwandelt den Feind willkürlich in Gegenstände beliebiger Art. So kann der Stab des Wahnsinns Feinde heilen und die Ziele des Drachenbluts sogar wiederbeleben, was die Begegnung weitaus schwieriger macht, als sie halt eigentlich sein sollten. Es ist eben diese Umständlichkeit, das den Wabbajug zu einer einzigartigen Waffe macht, aber auch zu einer ziemlich nervigen, wenn man Skyrim versucht, ernsthaft zu spielen. Darum ist der Wabbajug definitiv ein netter Zeitvertreib, eignet sich allerdings nicht wirklich als eine ernstzunehmende Waffe, mit der man regelmäßig in Skyrim spielen sollte. Dennoch liebe ich den Stab von Sheogorath und finde die Entscheidung von Bethesda richtig, mit dem Spielprinzip etwas zu brechen. Weiter geht es mit zwei Waffen, die es sogar in meinem Video zu den besten Waffen in Skyrim geschafft haben. Warte, wenn diese beiden Waffen zu den besten gehören, wie können sie dann auch die schlechtesten sein? Natürlich hat das Ganze einen ziemlich spannenden Twist. Die Rede ist von dem Säbel Blutschwinge und Seelenreißer. In Kombination sind die beiden Waffen eine tödliche Mischung. Doch wenn man nur eine Waffe von beiden ausrüstet, wird man in Himmelsrand nicht besonders weit kommen. Obwohl Blutschwinge eine relativ starke Klinge ist, ist sie bei alleiniger Verwendung unzureichend. Sie ist ein effektiver, tödlicher Krummsäbel mit 13 Basisschaden, aber ihr wahres Potenzial entfaltet sie erst im Doppelpack mit Seelenreißer. In Kombination kann Blutschwinge 15 Lebenspunkte absorbieren, während Seelenreißer 15 Punkte Magicka absorbiert. Die beiden Klingen können äußerst effektive Kampfhütte sein, aber beide Klingen zu suchen und in Besitz zu bringen, um ihre volle Kraft zu entfalten, ist für viele Spieler sehr anstrengend. Aus diesem Grund empfehle ich andere Waffen, wenn man nicht gerade auf Säbel steht. Wenn man allerdings unbedingt mit Säbeln kämpfen möchte, dann sind Blutschwinge und Seelenreißer wohl die besten Säbel im Spiel. Kommen wir nun zu einem Dolch, der eine 25%ige Chance bietet, einen kritischen Treffer bei seinen Gegnern zu verursachen. Huch! Das klingt doch nach einem ziemlich guten Wert. Wie kann denn solch eine Waffe nur schlecht sein? Bei besagtem Gegenstand handelt es sich um Walds Glücksdolch. Und auch wenn die Waffe vielleicht dem guten Wald Glück bringt, sollte sich das Drachenblut von diesem Dolch fernhalten. Zwar deutet der Name an, dass man diesen Gegenstand unbedingt besitzen muss, aber das ist bei weitem nicht der Fall. Der kritische Schaden, den diese Klinge verursacht, ist festgelegt und kann nicht verbessert werden. Heißt, man kann die Waffe in der Schmiede nicht weiter aufwerten, was für den Anfang noch in Ordnung ist, aber später eine recht unangenehme Sache wird, denn die Feinde in Skyrim leveln mit dem Drachenblut mit. Und gerade weil die Gegner mitskalieren und anspruchsvoller werden, der Dolch allerdings nicht, ist er ziemlich ungeeignet für den späteren Spielverlauf. Ab einem gewissen Punkt reicht die 25%ige Chance, einen kritischen Treffer zu landen, beim Basisschaden von 5 nicht mehr aus. So gesehen kann Walds Glücksdolch schnell zum Verhängnis für das Drachenblut werden und eben kein Glück bieten. Lasst diesen Dolch lieber links liegen. So, jetzt wird es etwas verwirrend und unheimlich spannend zugleich. Wir reden über eine Waffe, die eigentlich keine ist und auch noch doppelt vorkommt,
aber in einer gänzlich anderen Ausführung. Klingt verrückt? Keine Sorge, der Schleier wird sich lichten. Wer in Markarth Verbrechen begeht, wird zwangsweise in die Sidna-Mine gesperrt. Dieses Gefängnis unterscheidet sich zu den anderen in Himmelsrand bereits dahingehend, dass man in ihm seine Zeit nicht abschläft, wie üblich, sondern abgearbeitet werden muss. Im Rahmen der Quest Die Verschwörung der Abgeschworenen landen wir in der Mine und müssen sogar aus ihr ausbrechen. Und an diesem Ort können wir eine einzigartige, aber nutzlose Waffe finden. Die Rede ist vom Messer. Aber nicht dem Messer, wie wir es als Besteck in Himmelsrand finden, sondern eine besondere Version, die es so nur in der Sidna-Mine gibt. Das Sidna-Messer. Also, so werde ich das jetzt nennen, weil eigentlich heißt es einfach auch nur Messer, wird normalerweise vom Spieler während seiner ersten Reise zur Sidna-Mine entdeckt. Die Familie Silberblut kontrolliert das Gefängnis und zwingt all diejenigen, die das Pech haben, dort eingesperrt zu sein, zum Abbau von ihrem Silbererz. Natürlich wird das Gefängnis sehr gut bewacht und eigentlich gibt es in ihm keine Waffen. Eigentlich. Die einzige Waffe, die dem Spieler in dieser Mine zur Verfügung steht, neben der Spitzhacke, ist das Messer. Die viertschwächste Waffe im Spiel. Es teilt gerade einmal einen Schaden von 5 Basispunkten aus und ist damit etwa so stark wie die Spitzhacke. Eine sinnvolle Verwendung wird man für das Sidna-Messer nicht finden, allerdings kann man die Waffe für Stealth-Angriffe effektiv verwenden, wenn man die dementsprechenden Perks besitzt. Aber ganz ehrlich, sobald man aus der Sidna-Mine geflohen ist, sollte man dieses Messer aufgrund seiner schlechten Leistung einfach wegwerfen. Oder man behält das Messer wegen seiner Einzigartigkeit, weil einzigartig ist das Sidna-Messer auf jeden Fall. Wenn wir schon bei Messern sind, dann können wir uns auch gleich das Messer ansehen, das die meisten von euch in Skyrim bereits kennen. Diesmal meine ich das Messer, das wir häufig neben einer Gabel finden. Allerdings gibt es auch hier wieder einen ziemlich wichtigen Unterschied. Die meisten Messer in Skyrim können wir nämlich nicht ausrüsten. Sie erscheinen nur als Gegenstand im Inventar. Allerdings gibt es eine spezielle Version des Messers, die wir dann doch als Waffe ausrüsten können. Dieser überraschend seltene Gegenstand kann nur an 5 Orten in der weitläufigen Welt von Skyrim gefunden werden. Was es sehr unwahrscheinlich macht, dass es Teil des Arsenals des Drachenbluts wird. Ihr könnt es beispielsweise in der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft finden, in Einsamkeit. Dort befindet es sich im 2. Stock auf einer Kiste liegend. Der Spieler hat die Möglichkeit, das Kampfmesser als Primärwaffe zu verwenden. Das solltet ihr aber wirklich nicht tun. Obwohl es vielleicht ein nützliches Mittel zur Verteidigung gegen weniger bedrohliche Feinde sein kann, ist es aufgrund seiner Seltenheit unwahrscheinlich, dass es im Kampf eingesetzt wird. Bis man diese Waffe gefunden hat, durch Zufall, hat man bereits deutlich bessere Waffen als Drachenblut im Inventar. So ist das Kampfmesser eine ziemlich dumme Waffe und mit einem Basisschaden von 2 auch eigentlich nicht sonderlich effektiv gegen Feinde. Das Kampfmesser könnte übrigens auch nicht an einer Schmiede weiter verbessern und damit ist diese Waffe wirklich komplett obsolet. Wo wir doch gerade bei Besteck sind, lasst uns doch auch nochmal über die Gabel reden. Hier verhält es sich ähnlich wie bei den Messern. Es gibt einige Gabel, die wir tatsächlich als Waffe ausrüsten dürfen. Wie bei den Kampfmessern kommt auch die Kampfgabel sehr, sehr selten vor. Ihr könnt diese Waffe beispielsweise finden auf der Veranda des Honigheims, wenn ihr die Veranda und das Haushalt gekauft habt. Wie ihr hier gerade schön sehen könnt, kann man sogar mit Messer und Gabel in Skyrim kämpfen und die Animation dazu sieht sogar einigermaßen cool aus und ist halt exakt die gleiche, wie wenn man 2 Dolche ausgerüstet hat. Bleibt nur die Frage über, warum man überhaupt mit 2 solch schlechten Waffen spielen soll. In einer Welt, in der Feinde hinter jeder Ecke lauern, ist es unerlässlich, eine Waffe in der Hand zu haben. Da Waffen leicht zu beschaffen sind, kann man davon ausgehen, dass jeder, dem der Spieler auf seinen Reisen begegnet, ein Mittel zur Verteidigung besitzt. Aber das ist nicht wirklich immer der Fall. Das Holzschwert, eine Waffe, die die meisten Händler auf ihren Reisen mit sich führen, ist wohl die größte Platzverschwendung, die man im Spiel beobachten kann. Besagte Waffe wurde durch das Hardfire-DLC ins Spiel hinzugefügt. Angesichts der Tatsache, dass das Eisenschwert so leicht erhältlich ist, ist die Idee, sich für das Holzschwert zu entscheiden, mehr als fragwürdig. Mit einem Basisschaden von 2 Punkten ist die Waffe so stark wie das Kampfmesser und eigentlich im Kampf gänzlich ungeeignet. Jetzt kommt es aber. Das Holzschwert kann natürlich nicht geschmiedet werden. Ich meine mal, es besteht aus Holz, ergibt eine Menge Sinn. Aber ihr könnt diese Waffe mit einem Stück Feuerholz an einem Schleifstein weiter verbessern. Aber selbst dann ist die Waffe immer noch lächerlich schwach. Der einzige Sinn dieser Waffe ist es, sie seinen Kindern im Rahmen des Hardfire-DLCs zu schenken. Und das lohnt sich wiederum, denn dafür erhaltet ihr den Effekt Geschenk der Nächstenliebe. Weil ich so sehr Holz mag, bleiben wir doch genau bei diesem Thema. Die Holzfäller-Axt in Skyrim kann
nämlich auch als Waffe genutzt werden. Natürlich muss ich vor dieser Waffe abraten, denn sie ist einfach furchtbar schlecht geeignet, um Gegner einen Kopf kürzer zu machen. Immerhin besitzt sie einen Basisschaden von 5 und ist damit immer noch besser als die meisten Waffen hier in diesem Video. Dennoch sollte man die Axt nur im Notfall verwenden, wenn man keine anderen Waffen besitzt. Aus welchem Grund auch immer. Mit dieser Axt kann man als Drachenblut halt Feuerholz erschaffen, was man benötigt, um halt Holzbretter herzustellen für sein Eigenheim. Kommen wir nun zu einem Schwert, was so keiner in Skyrim entdeckt haben dürfte. Das Phantomschwert ist eine unsichtbare Waffe, die nur in der PC-Version durch Konsolenbefehl erworben werden kann. Fügt man die Waffe per Konsole in das Inventar, erscheint sie dort allerdings nie. Um das Phantomschwert auszurüsten, muss man wieder die Konsole nutzen. Wenn man das über die Konsole gemacht hat, kann die Waffe halt wirklich auch in der Hand gehalten werden, nur sieht man da gar nichts, denn das Schwert ist gänzlich unsichtbar. Die Waffe teilt an sich nicht viel Schaden aus, kann allerdings durchaus dafür genutzt werden, um Tiere oder NPCs zu töten. Da sie nicht dem Inventar hinzugefügt werden kann, verschwindet sie, sobald man eine Waffe oder einen Zauber ausrüstet. Doch was hat es eigentlich mit diesem Phantomschwert auf sich? Bei Untersuchung der Spieldateien von Skyrim zeigt sich, dass das Phantomschwert von der phantomartigen Graubarterscheinung benutzt wird, die für eine Quest in Hochhotgar beschworen wird, während das Drachenblut lernt, Schreie zu benutzen. Wahrscheinlich ist es ein Platzhalter, der verhindert, dass das beschworene Phantom stattdessen ihre Fäuste hebt, ähnlich wie die gewöhnlichen Graubärte, wenn sie verärgert sind. Zu 100% kann man das natürlich nicht sagen, und der Umstand, dass dieses Schwert sogar auf Deutsch übersetzt worden ist, beweist auf jeden Fall, dass diese Waffe doch etwas wichtiger ist. Die wohl nutzlosesten Pfeile in Himmelsrand sind wohl die Übungspfeile. Ja, richtig verstanden, Übungspfeile. Wer dachte, dass die Eisenpfeile die schlechtesten wären, der hat sich geirrt. Mit einem unglaublichen Basisschaden von 0 richten die Übungspfeile einfach gar keinen Schaden an und sind somit gänzlich wertlos. Wer sich jetzt hier gerade bei dem Gameplay wundert, warum die Wachen dennoch Schaden nehmen, der bedenke, dass auch der Bogen natürlich einen gewissen Schaden austeilt. Ich denke, es erklärt sich von selbst, warum man diese Übungspfeile unter keinen Umständen verwenden sollte. In Skyrim findet man diesen Typ von Pfeil auch nur einmal, was die Übungspfeile wiederum sehr besonders macht. Die Bogenschützin Angie, die zurückgezogen in den Bergen von Falkenring lebt, händigt einem die Übungspfeile aus, wenn man mit ihr das Bogenschießen übt. In den Jahren ihrer Abgeschiedenheit brachte sie es zur Meisterin der Fähigkeit Schießkunst, wovon man als Drachenblut profitiert, wenn man von ihr lernen möchte. Das Spannende dabei ist, dass sie die einzige Trainerin im Spiel ist, die wirklich mit dem Drachenblut übt, um dessen Fähigkeiten zu verbessern. Bei allen anderen Trainern im Spiel erscheint lediglich ein Interface, in dem man Geld ausgeben muss, um die Fähigkeit zu trainieren. Außerdem ist das Training mit ihr kostenlos und sollte deshalb von jedem Bogenschützen getätigt werden. Jetzt, wo du weißt, was die schwächsten Waffen in Skyrim sind, solltest du natürlich auch wissen, was die besten im Spiel sind. Klick dich hier in dieses Video rein, um mehr über die besten Waffen in Skyrim zu erfahren.